Hallo hier aus dem Europäischen Parlament. Bisher sind hier immer nur Flaggen dazugekommen. Zuletzt waren es 28 für 28 Mitgliedstaaten. Seit dem 31. Januar 2020 in der Nacht zum 1. Februar 2020 ist alles anders. Denn wir haben zum ersten Mal hier eine Flagge weggenommen. Die Briten sind aus der Europäischen Union ausgetreten. Der Brexit ist vollzogen worden. In diesem Jahr ändert sich eigentlich für uns alle nicht viel. Aber wir müssen die Zeit nutzen, um wichtige Fragen zu klären. Ich nenne mal drei Beispiele. Die britische Insel ist für uns, für die Europäische Union, ein extrem wichtiger Handelspartner. Das heißt, wir müssen klären über Verträge, wie wir zukünftig Waren und Dienstleistungen mit der britischen Insel handeln. Ein zweites Beispiel ist das Thema Sicherheit. Die Briten haben ein Veto im UN-Sicherheitsrat gemeinsam mit den Franzosen. Sicherheit und Stabilität ist extrem wichtig für die Europäische Union. Und ein weiteres Beispiel sind die Rechte der Bürger, der europäischen Bürger auf der britischen Insel. Das heißt, nicht nur die, die dort leben, sondern auch die, die dorthin reisen wollen, Urlaub machen wollen. Das sind alles Themen, die wir in den nächsten Monaten auf europäischer Ebene lösen müssen. Für das Parlament gibt es aber jetzt direkt schon Auswirkungen, und zwar ganz speziell bei der Zusammensetzung. Wir waren ja bisher 751 Abgeordnete aus 28 Mitgliedstaaten. Jetzt sind wir nur noch 27 Mitgliedstaaten, 73 britische Abgeordnete haben uns verlassen. Dafür sind aus 14 anderen Mitgliedstaaten 27 Abgeordnete dazugekommen. Wir, das Europäische Parlament, vertreten jetzt die Interessen von 460 Millionen Bürger mit 705 Abgeordneten. Das heißt, der Deutsche Bundestag ist jetzt sogar etwas größer als das Europäische Parlament. Wir sprechen ja hier im Europäischen Parlament nach wie vor 24 verschiedene Sprachen. Die werden mir als Abgeordneten hier alle übersetzt. Die habe ich dann in meinem Kopfhörer, wenn Sprachen gesprochen werden, die ich nicht verstehe. Es gibt aber einen interessanten Fun-Fact. Wir haben jetzt nur noch 11 Abgeordnete, die Englisch als Muttersprache haben. Das sind die Iren. Englisch ist aber weiterhin für uns hier auf europäischer Ebene die wichtigste Sprache. Was bedeutet der Brexit jetzt eigentlich für Sachsen-Anhalt? Wir haben ja jetzt dieses Austrittsabkommen, aber das Austrittsabkommen mit den Briten, das ist noch nicht ausreichend. Wir brauchen auch für uns, für Sachsen-Anhalt, für die Unternehmen speziell, die mit der britischen Insel Handel betreiben, Waren und Dienstleistungen handeln, klare und strukturierte Vorgaben und Regeln. Mal vielleicht ein paar Zahlen. Mehr als 20% der Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben wirtschaftliche Beziehungen zur britischen Insel. Und von diesen Unternehmen, die wirtschaftliche Beziehungen zur britischen Insel haben, sagen wiederum mehr als 70%, dass sie erwarten, dass diese Beziehungen in der Zukunft schlechter werden, dass sie also weniger Waren und Dienstleistungen mit der britischen Insel handeln werden. Was machen wir da zum Beispiel? Ja, viele Produkte aus der Automobilzulieferindustrie, Pharmaprodukte natürlich auch und beispielsweise auch Backwaren. Das sind alles Produkte, die aus Sachsen-Anhalt exportiert werden auf die britische Insel. Wir haben ein Handelsvolumen an Waren und Dienstleistungen von teilweise mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr gehabt in den letzten Jahren. Die kommenden Wochen und Monate werden also auch für uns, für Sachsen-Anhalt, extrem wichtig sein. Wer jetzt diese ganze Chronologie des Brexits nochmal nachlesen will, wer auch aktuell dabei bleiben will, der kann einfach auf meiner Homepage vorbeischauen, denn ich werde nicht nur alles, was neu kommt, auch aktualisieren, sondern ich habe nochmal ganz klar auch aufgeschrieben, wie es zum Brexit gekommen ist, was in den letzten Wochen, Monaten und Jahren genau passiert ist, was wir in Brüssel beschlossen haben, was die Briten beschlossen haben und wie es jetzt weitergeht.